Als der Morgen graut, graut es auch Hilmar und Dilling. Man hat sie zum Verhör geholt. Der Polizeiinspektor eröffnet den beiden, warum man in Tschechien landesweit nach ihnen fahndet. Sprengung einer Jagdhütte mittels Gasflaschen, mutwillige Zerstörung eines Fahrzeugs des tschechischen Automobilsclubs. Also erstens habe ich dieses Fahrzeug ja noch nicht zerstört. Kreditkartenmissbrauch, Vandalismus und Diebstahl von Weihnachtskostümen im Hotel Praha. Das ist nicht nur unkorrekt formuliert, sondern auch sachlich falsch. Diebstahl eines BMW mit anschließender Ermordung des Fahrers durch Versenken des Wagens in einem Naturschutzgebiet und Förderung des illegalen Straßenstrichs durch homosexuelle Fetischsexspiele im Schnee. Damit kommen Sie vor keinem Gericht der Welt durch. Im Übrigen habe ich Kontakte bis nach ganz... Lassen Sie! Immer, Sie sagen nichts! Nichts sagen Sie! Hören Sie! Sie halten die Schnauze! Immer halten Sie einmal im Leben Ihre Klappe! Okay? Immer, Sie schweigen! Dilling wird in einen Nachbarraum gebracht. Der Inspektor will erst mal mit Hilmar reden. So. Immer! Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich runter! Wo geht's denn jetzt? Also, geht doch, Arschloch. Erzählen Sie doch mal. Wie war das alles aus Ihrer Sicht? Ja, das war so. Entgegen dem anwaltlichen Rat redet Hilmar. Und er redet wie ein Wasserfall. Er erzählt dem Inspektor von dem Flugzeug, das in Bratislava gestrandet ist, und von dem Zug, den sie mitten in der Nacht verlassen haben. Er berichtet von der unbeabsichtigten Sprengung der Hütte und den schießwütigen Jägern, die sein Gummiboot ruiniert haben. Er erklärt, wie sie schließlich auf die Raststätte mit dem Weihnachtsmann gestoßen sind, der an seinem Hamsterwitz verstorben ist. Er erläutert, wie sie im Hotel Praha gelandet sind und dort von einem Dealer bedroht wurden. Wie es dazu kam, dass der Rentier-BMW im See landete und dass ein Zuhälter sie als Anhalter mitnahm bis zu seinem Straßenstrich, wo sie ein dringendes menschliches Bedürfnis überkam. Der Polizeiinspektor kommt aus seinem Staunen kaum heraus. Anwalt Dilling befürchtet das Schlimmste, als er nach Hilmars stundenlanger Aussage hinzugeholt wird. Ich muss schon sagen, das ist wirklich die unglaublichste Geschichte, die ich in meiner Laufbahn gehört habe. Wir haben Ihre Angaben geprüft und auch schon ein Obduktionsergebnis aus Prag. Der Tote starb nicht durch Gewalteinwirkung. Jetzt wird er sogar bestattet. Da freue ich mich aber. So, bitte. Und das hier hilft Ihnen an der Grenze. So eine Art vorläufiger Reisepass. Wir kommen frei? Ja. Danke. Bedanken Sie sich bei Ihrem Freund. Sie kommen aus Berlin, richtig? Ja. Dann haben Sie Glück. Wir haben nämlich gerade einen Bus mit Berliner Senioren hier. Sind bestohlen worden und haben Anzeige erstattet. Vielleicht haben die ja noch zwei Plätze frei. Kümmere ich mich drum. Eine halbe Stunde später sitzen Hilmar, Dilling und Waltraud im gut geheizten Seniorenbus nach Berlin. Es scheint tatsächlich, als würden sie es noch rechtzeitig zur Bescherung nach Hause schaffen. Mein Gott, Hilmar. Was haben Sie dem nur alles erzählt? Die Wahrheit, Herr Dilling. Nichts als die Wahrheit. Und wie haben Sie es geschafft, dass wir hier mitfahren dürfen? Ganz einfach. Ich habe denen gesagt, dass Sie Alleinunterhalter sind und dafür Ihre Show machen. Was? Das hätten Sie nicht tun dürfen. Kommen Sie schon, das bringt uns nach Hause. Also stellen Sie sich da vorne hin und rocken Sie den Bus mit dem Hamsterwitz. Ich habe schon zwei Menschen auf dem Gewissen. Einen dritten bringe ich nicht um. Emma, ich bitte Sie, das ist doch lächerlich. Es wird wieder jemand sterben. Es wird niemand sterben. Gucken Sie sich die Silberköpfe doch an. Sie stehen noch vor dem Saft. Das ist eine ganz andere Generation, als Sie damals im Altersheim hatten. Hilmar weigert sich. Also muss Dilling zum Äußersten greifen. Ja, schönen guten Tag, liebe Silberköpfe. Mein Name ist Tilman Dilling und ich bin Weihnachtsanwalt. Also ich vertrete die Rechte aller Weihnachtsmänner in Deutschland.
Frage. Was sagt ein Anwalt, wenn man ihn fragt, wie es ihm geht? Ich kann nicht klagen. Richtig. Nicht klagen. Als Alleinunterhalter ist Dilling eine mittelschwere Katastrophe. Dann wäre jetzt mal Quizzeit hier bei Silberkopfreisen. Themengebiet Medizin. Für Hilma ist das Ganze kaum zu ertragen. So, und dann hätte ich jetzt auch mal eine Frage. Was hat man, wenn ein Anwalt bis zum Hals im Schnee steckt? Zu wenig Schnee? Ja. Ja, meine Damen und Herren, das ist Hilma Kess, der lustigste Schneemann Deutschlands. Viel Spaß! Okay, gut. Also, gehen zwei Zahnstocher einen ziemlich steilen Berg hoch, kommt ein Igel vorbei und überholt die beiden. Sagt der eine: Mensch, hätte ich gewusst, dass hier ein Bus fährt, dann wäre ich nicht gelaufen. Mit Hilma am Bordmikrofon vergeht die Fahrt wie im Flug. Er kommt bei den Senioren so gut an, dass er sich, wenn auch mit heftig klopfendem Herzen, sogar an den gefährlichsten aller Witze herantraut, dem bekanntlich erst jüngst der Weihnachtsmann zum Opfer gefallen ist. Hätten Sie Lust auf einen Hamsterwitz? Hamster! Der Löwe schmeißt eine Riesenparty im Wald. Alle Tiere sind eingeladen, nur der Hamster nicht. Geht der Hamster zum Kaninchen und sagt: Sag mal, Kaninchen, ja? Bist du auch eingeladen auf die Party vom Löwen? Sagt das Kaninchen ja natürlich. Ach, Bär, schön, dass du auch da bist. Sag mal, ich hab gehört, der Hamster versucht verzweifelt heimlich auf meine Party zu kommen. Weißt du etwas davon? Der Bär ganz blass. Nein. Mhm. Und was ist das dann da in deiner Brusttasche? Ausweis? Schlüssel? Und ein Foto vom Hamster. Ängstlich lässt Hilma seinen Blick über die Silberköpfe im Bus streifen. Doch diesmal ist alles gut gegangen. Der Hamsterwitz hat kein weiteres Todesopfer gefordert. Schon wenig später erreichen alle lebendig das lang ersehnte Ziel der Fahrt: Berlin. Der Seniorenbus setzt Hilma und Dilling am Brandenburger Tor ab, samt Aktenkoffer, Poolnudeltasche und Waltraud. Ja, da wären wir. Es ist kaum zu glauben, aber wir sind in Berlin. Jo. Der sonst so kühle Vernunftmensch Dilling wird von seinen Gefühlen übermannt und umarmt Hilma. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Mich auch, Herr Dilling. Mich auch. Sie sind ein ganz besonderer Mensch. Und ich, ja, wenn ich eine Frau wäre, ich würde mich jetzt nicht mehr von Ihnen trennen. Danke. Das ist ein sehr schönes Kompliment. Fahren Sie zu Ilka und kämpfen Sie. So wie im Hotel. Sie haben sie verdient. Und sie hat sie verdient. Ich weiß nicht, ich denke, ich sollte respektieren, dass Sie erst nach Weihnachten mit mir sprechen. Finde ich nicht, aber gut. Was haben Sie denn jetzt vor? Ich denke, ich werde nach Hause fahren, eine Flasche Rotwein aufmachen, ein bisschen Fernsehen. Und der Heiratsantrag? Herr Dilling, wenn Sie los müssen, ich will Sie nicht aufhalten. Stimmt, ich muss. Ich habe ja immer noch keine Überraschung für meine Kinder. Tschüss, Waltraud! Altes Furzkissen. Frohe Weihnachten, Hilma. Frohe Weihnachten, Herr Dilling. Erleichtert steigt Dilling in das nächste Taxi. Hilma und Waltraud schauen ihm nach. Ob sie ihn je wiedersehen werden? Nach Hause, bitte. Und das wo? Potsdam. Hilma ist traurig zumute, als das Taxi im Nebeldunst des Berliner Winters verschwindet. Niedergeschlagen trottet er mit Waltraud und seinen letzten verbliebenen Poolnudeln die Straße entlang.
Doch auch Dilling im Taxi wird ganz wehmütig. So schlimm die letzten Tage auch waren, es war das größte Abenteuer, das er seit langem erlebt hat. Schmunzelnd denkt er an die Ereignisse zurück. Und an Hilmar, der ihn mehr als einmal zur Weißglut gebracht hat und sich doch letztlich als fantastischer Kumpel erwiesen hat. Jetzt helfen Sie mir doch mal! Was wollen Sie mit mir Schuss gemacht, weil Sie an mein Handy gegangen sind? Mein Gott, wie alt sind Sie eigentlich? 38. Aber ich bin nicht so arrogant, dass ich auf den Gefühlen anderer Menschen rumtrampel und nur an mich denke. Der kommt nicht rein. Der Vermieter hat die Schlösser ausgetan. Was? Was haben Sie denn jetzt vor? Ich denke, ich werde erstmal nach Hause fahren. Eine Flasche Wein aufmachen, ein bisschen Fernsehen. Ich bin so ein Idiot. Dilling dämmert, dass Hilmar kein Zuhause hat. Hallo Tobi, altes Haus. Frohe Weihnachten. Ja, ich bin's, der Hilmar. Ja, du darfst jetzt nicht erschrecken oder so, aber ich wollte fragen, ob ich heute Nacht bei dir schlafen kann. Ach, wo seid ihr? In Prag. Oh. Dilling weiß, was er zu tun hat. Statt zu Hause in Potsdam auszusteigen, fährt er mit dem Taxi zum St. Hedwig Krankenhaus. Denn er weiß, dort arbeitet Hilmars Freundin Ilka. Hilmar hat sich inzwischen auf den Weg zu seiner Wohnung gemacht. Ihm ist zwar klar, dass die Schlösser ausgetauscht sind, aber irgendwohin muss er ja schließlich gehen. Denn all seine Versuche, bei Freunden unterzukommen, waren bisher nicht von Erfolg gekrönt. Ja, klar, Christian, nein, das ist doch klar. Wenn du deine Familie da hast, dann ist es vielleicht besser, wenn ich nicht störe. Ja, alles klar, gut, dann. Ja, aber dann grüße alle von mir. Ja, tschüss. Erschöpft bricht Hilmar vor seiner verschlossenen Wohnungstür zusammen. Bis zum Schluss hatte er gehofft, dass sein Schlüssel vielleicht doch noch passen könnte. Aber das tut er nicht. Waltraud versucht, ihm Trost zu spenden, aber nicht mal das hilft.